In der Ausstellung Heimatkunde zeigen Künstler ihre sehr persönliche Sicht auf das, was man heute Deutschsein oder was heute Deutschsein auch bedeutet. Für Julian Rosefeld zählt unbedingt auch das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Wald dazu. Das ist das Thema dieser Filminstallation. Und da möchte ich jetzt gleich beginnen. Zunächst, als wir uns das erste Mal getroffen haben, hattest du noch eine ganz andere Idee, wie das auszudrücken wäre. Das Verhältnis der Deutschen zur Natur. Also ich hatte eigentlich sogar ganz am Anfang noch gar keine Idee, beziehungsweise wollte mich mit was ganz anderem beschäftigen noch, und zwar mit den deutschen Kolonien. Ich weiß nicht, ob wir darüber eigentlich hier gesprochen haben, aber das war so mein erstes Interesse, als ich diese Einladung bekommen habe, zum Thema Heimat etwas zu machen. Der Wald kam dann eigentlich erst zufällig ins Spiel. Je mehr ich über Landschaft gelesen habe und über mein eigenes Heimatgefühl nachgedacht habe, desto mehr hat sich der Wald so als Symbol in den Vordergrund geschoben. Und in dem Fall war es eben so, dass ich ausgehend von der eigenen Biografie, also ich habe vorher, du hast es vorher kurz angesprochen, ich bin in München geboren und groß geworden und von München aus natürlich viel in den Bergen und in den Voralpen gewesen. Und meine Großmutter hatte ein Haus in den Bergen und da war ich relativ viel. Und ich habe mich schon ganz früh immer gewundert, warum mein Heimatgefühl auch als Kind sich schon ambivalent angefühlt hat. Das heißt, ich habe die Natur geliebt und die, all das, was ich damit verbunden habe, die Waldspaziergänge und die Bergwanderung und das Baden in irgendwelchen Seen da in der Pampa. Und so fand ich alles unglaublich toll und überschwänglich und auch sehr barock und auch irgendwie passend zu dem, was München so an gebauter Kultur zu bieten hat. Das Barocke und Überschwängliche habe ich sehr geliebt. Gleichzeitig waren mir die Menschen dort, spezifisch da in den bayerischen Voralpen, immer schon sehr fremd, auch als Kind schon sehr fremd. Ich habe mich da nie zu Hause gefühlt, nie wohlgefühlt. Ich fand die immer unglaublich verbohrt und verbrettert und vernagelt und intolerant und uninteressiert und unflexibel. Und das gilt nicht für, um Gottes Willen, nicht für alle Bayern, aber das ist zumindest da in den Bergen zumindest etwas, woran man sich so ein bisschen die Zähne ausbeißt. Und dieses ambivalente Gefühl hat mich immer beschäftigt, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann das eigentlich sein, dass sowas Positives mit sowas Negativem zusammengeht. Und als diese Einladung kam, habe ich mich darauf besonnen, auf dieses Gefühl und habe gedacht, vielleicht kann man mal die These wagen und zu fragen, ob nicht diese schöne Landschaft, die uns umgibt und unser Identifikationssymbol Wald vielleicht auch mitverantwortlich dafür ist, wie wir sind, im Guten wie im Schlechten. Und ich wollte das um Gottes Willen nicht nur historisch machen, sondern ich wollte eben auch zeigen, wie weit heute, auch wenn man da vielleicht auf den ersten Blick nicht so drauf kommt, der Wald immer noch extreme Auswirkungen auf unsere Alltagskultur hat. Also man denke zum Beispiel, und da spreche ich mit dieser Ökoaktivisten-Szene im Theaterstück drauf an die Reaktion der deutschen Politik auf Fukushima, die, glaube ich, nirgendwo sonst auf der Welt so radikal war wie bei uns. Das hat selbstverständlich damit zu tun, dass uns die Natur heilig ist und deren Zerstörung oder Möglichkeit einer Zerstörung ein Sakrileg ist. Oder auch, wir haben viel darüber gesprochen, ne? Aber ich erwähne es jetzt einfach mal, inzwischen muss man sagen, Hysterie des Waldsterbens der 80er Jahre, die Franzosen bis heute Le Waldsterben nennen, weil sie nie auf die Idee gekommen wären, das ernst zu nehmen. Le Waldsterben, das ist so ein deutsches Ding gewesen, oder auch der Waldkindergarten heute oder der Kohls Waldspaziergänge. Man findet den Wald eigentlich überall in allen Gesellschaftsformen immer wieder als Identifikationsort. Insgesamt besteht die Installation ja aus vier Bildschirmen. Und die Entscheidung dafür, wie dieser Film präsentiert werden sollte, ist ja erst sehr, sehr spät gefallen. Ganz am Anfang hattest du noch gesagt, vielleicht wird es ein Film, ein Screen, vielleicht eine Zweikanal und zum Schluss, ganz am Ende, eine Vierkanal-Installation. Was hat zu dieser Entscheidung beigetragen und mit welcher Wirkung? Es gab immer die Absicht, neben einer Art von Hauptfilm, in Anführungszeichen, noch so eine Art von gefilmter Gemälde, Standbilder zu haben, die eben alle in dieser Caspar-David-Friedrich-Logik auch inszeniert sind. Also die typische Rückenansicht eines Protagonisten. Und bei
während der Betrachtung einer ihn überwältigenden Natur. Es war aber nicht klar, in welcher Fülle diese Bilder existieren. Also wir haben noch ein paar andere Bilder gedreht, die wir letztlich gar nicht verwendet haben, weil es mir schlicht und einfach dann zu viel wurde. Dass sich das dann genauso aufgeblättert hat wie jetzt, hat sich dann im Schnitt gezeigt. Also zum Beispiel auch, dass die Nebelschwaden dann aus dem ganz linken Screen, in dem dieser Mann da mit der Nebelmaschine sich seine eigene Romantik zaubert, rüberzieht ins andere Bild und sowas. Das sind Sachen, die hat man vorher im Kopf, aber wie es dann genau funktioniert, kann man eigentlich erst, weil das ist natürlich ein bisschen der Zufall auch mit im Spiel, kann man dann eigentlich erst beurteilen, wenn man wirklich im Schnitt sitzt. Und das andere war die Szene mit einem Schnitzer, der auf einem wirklich isoliert stehenden Fels, auf so einer Felsspitze oben drauf saß und sich selbst schnitzte. Das war so ein Bild, ich kann es auch nicht begründen immer, aber so ein Bild, was ich im Kopf hatte, was ich gerne sehen wollte. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass man da durch muss, dass man das Bild dann inszenieren muss, um am Schluss zu sagen, sorry, aber es war es dann doch nicht. Es war in dem Fall besonders absurd, weil wir einen irrwitzigen Materialaufwand betreiben mussten, um diesen Menschen das Bild beginnt mit seinen schnitzenden Händen, man weiß noch gar nicht, wo der ist, und dann zieht die Kamera auf und immer größer, irgendwann sieht man den ganzen Menschen, zieht sie noch weiter auf und dann sieht man, der sitzt auf so einer Felsnadel und irgendwann steht diese Felsnadel auch noch so, also losgelöst vor der Landschaft. Dadurch mussten, um das zu drehen, mussten wir einen riesigen Kran mit Ausleger auf eine andere auf Felsplateau hochschleppen, Teil für Teil aufbauen und dann darüber hebeln, und der Schnitzer konnte auch nicht einfach irgendein Mann sein, der da schnitzt, sondern es musste ein Sportkletterer sein, der vorher auf diese Felsnadel hochgeklettert ist als Freeclimber und dann da oben angefangen hat zu schnitzen. Und so eine Szene ist dann gedreht und nicht dabei. Ich behaupte aber, sie ist trotzdem im Projekt, weil das einfach zu der Erfahrung des Arbeitens an so einem Projekt dazugehört, dass man Bilder erzeugt, die dann am Schluss nicht mehr drin sind. Ich beantworte eine Frage, die nicht gestellt wurde, weil ich sie so oft gestellt bekomme. Der Wolf ist ein echter Wolf. Und ein ganz echter Wolf ist er nun doch nicht, weil es ein zahm gezüchteter Wolf ist. Also ich glaube, er hat so 95% Wolfsblut. Das Faszinosum bei diesem Wolf war, dass er uns fast in den Wahnsinn getrieben hat. Also man sagt ja immer im Theater, Tiere und Kinder haben auf der Bühne nichts verloren. Im Film ist es so ähnlich. Und dieser Wolf wurde uns versprochen als abgerichteter Wolf, aber ein Wolf ist nun mal eben ein sehr wildes Tier und vor allem ist es ein sehr scheues Tier. Und das funktionierte so, dass der Wolf mit einem zweiten Tier kommt. Da war viel mehr Hund als Wolf, also auch noch Wolfsblut, damit er den sozusagen als seine Rasse erkennt, aber eben ein mit viel größerem Haustieranteil Tier. Und das war das, obwohl der viel kleiner war als der Wolf, war das Leittier. Und dieses Leittier hat immer wieder, wenn der Wolf dann, sieht es alles so perfekt aus, aber der Wolf lief also ständig einfach weg. Und zwar richtig weg, also er war eine halbe Stunde weg. Und irgendwann schickt man dann den anderen Hund los und sagt, hol mir den Wolf zurück. Und dann kommen die irgendwann zu zweit wieder. Ein Irrtum, den man auch in manchen Rezensionen lesen kann, ist diese Verwechslung von Videoinstallation und Filminstallation. Das ist ein Riesenunterschied, ein qualitativer Unterschied. Magst du noch was dazu sagen? Drehen auf Film ist ein anderes als das Drehen auf Video, weil man einfach, um Zelluloid zu belichten, gerade wenn man in Innenräumen ist, ungleich viel mehr Licht braucht, um ein Bild zu erzeugen. Also wenn wir das jetzt hier aufnehmen wollen, was wir hier gerade sehen, hier steht zum Beispiel jetzt eine Videokamera, die wunderbar mit diesem einen Scheinwerfer zurechtkommt und die macht ein Bild, was nachher so einigermaßen so aussieht wie das, was Sie jetzt hier gerade sehen. Wenn wir das jetzt auf Zelluloid, auf 16mm oder 35mm aufnehmen wollen würden, was wir beide hier tun, würden wir hier einen Lastwagen voll Licht drin stehen haben. Und das wirft natürlich dann Fragen auf, was mache ich mit diesem Lastwagen voll Licht und wie fange ich an, Schicht für Schicht dieses Bild aufzubauen. Und dann entsteht ein anderer Arbeitsvorgang. Das heißt, im Film ist man nicht jemand, der Bilder einsammelt, man ist eigentlich jemand, der Bilder baut, zwangsläufig, aufgrund dieser ganzen Langsamkeit des Schaffens von Bildern durch die Lichtmenge, die man braucht. Und das führt dazu, dass man eigentlich eher der Malerei verwandt arbeitet, indem man Schicht für Schicht ein Bild entstehen lässt. Und nun ist es aber so in den letzten Jahren so gekommen, dass die HD-Technik inzwischen uns Kameras beschert, die zum ersten Mal ist für Regisseure, die im Filmbereich arbeiten und eigentlich auf Zelluloid schwören, sagen, jetzt können wir den Sprung mal wagen, und das machen ja gerade unheimlich viele, deswegen machen ja auch so Firmen wie Kodak jetzt pleite und so. Und eben mit diesen sehr hochwertigen Extremen ist jetzt was ganz anderes, das sind richtige hochprofessionelle HD-Kameras,
die eben ähnliche tiefenschärfe Ergebnisse erzielen. Zum Beispiel, das ist ja auch was, was den Filmlook ausmacht wie eine Filmkamera. Das heißt, dieses Projekt ist tatsächlich eigentlich eine Videoinstallation, weil es auf Video gedreht wurde und auch als Video wiedergegeben wird. Ich nenne es aber trotzdem, ich nenne meine Arbeiten deshalb immer Filminstallationen, weil sie filmisch nicht nur auf Film gedreht sind, sondern eben auch filmisch inszeniert sind und auch filmisch erzeugt wurden. Und das kann man für diese Arbeit, glaube ich, auch sagen. Aber ich nehme es niemandem krumm, der sagt Videoinstallation.